So, dann gehen wir mal raus hier und schauen uns weiter in Bremen um, denn ich glaube nicht, dass die Karte schon fertig ist. Ja, die Ecke sollten wir zuerst nochmal machen. Es gibt anscheinend sehr viele Ausgänge. Ich glaube, es ist jetzt schon der dritte oder vierte, den wir sehen. So, müssen wir jetzt da wieder rum. Und wonach müssen wir uns unterwegs noch umschauen? Tanelen bräuchten wir wahrscheinlich. Essen haben wir mehr als genug. Das sollten wir verteilen. Ne, jeder hat schon viel Essen. Dann solltest du davon mal ein wenig wegschmeißen. Sagen wir mal 10. Wir können ja immer wieder Neues finden. Wir haben ein wenig Silberschmuck zum Verkaufen. Aber der ist eh nicht ganz so viel wert. Aber Tanelen müssen unbedingt her. Das heißt, einen Kräuterhändler brauchen wir. Da ist schon mal ein Geschäft. Gucken wir mal kurz rein. Auf euch kommt eine Frau zu, die neugierig eure Waffen mustert. Nach eingehendem Studium fragt sie euch: Habt ihr Interesse an einem magischen Schwert? Ich habe eins, das heißt Sturmbringer. Wollt ihr es haben? Die Frau haben wir schon mal getroffen. Sie scheint ein wenig vergesslich zu sein. Und ja, wir wollten es haben. Hat sie aber gesagt, wir wären zu jung dafür. Oder zu unerfahren. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Klick, klick, das Spiel ist abgestürzt. Da war irgendeine Fehlermeldung oben links. Aber sie hat wieder gesagt, ja, aber nein. Das habe ich noch ganz kurz lesen können. Das ist ja auch eine komische Frau. Läuft durch die Gegend, zeigt Leuten ihr Schwert und dann, nee, dürft ihr nicht haben. Sei es drum. Oh, wir sind schon wieder im ganz anderen Teil der Stadt. Die Karte hat sich verschoben. Da wollte ich eigentlich hin. Bevor diese komische Frau mich abgelenkt hat. So, hier ist auch ein Marktplatz. Dann können wir einfach hier direkt zum Kräuterhändler gehen. Na, ist gleich wesentlich praktischer. Ein Stand auf dem Marktplatz. Hallo. Sei gegrüßt. Und gut mit jemandem zu reden, der sein Handwerk kennt. Das dürfte ihn freundlich stimmen. Und er hat natürlich Tanel im Angebot. Wie viel nehmen wir denn mal? Eigentlich brauchen nur Mürm, Jallin und Talana welche. Das heißt, wir kaufen irgendwas, was durch 3 teilbar ist. Nehmen wir mal 60 Stück. Wären 30 Dukaten. Das ist bezahlbar. Versuchen wir mal zu feilschen. 40%. Und Gwendolyn. Nun gut, ihr sollt das Zeug haben. Sehr schön. Mal eben 12 Dukaten gespart. Und jetzt müssen wir nur die Tanelen richtig aufteilen. Und vorher ein wenig Platz machen. So. Was kann da weg? Ich glaube, die Bronzeflasche. So. 20. Die können da oben mit rein. Und Mürm hatte gar keinen Platz, oder? Nee, auch nicht. Wenn wir jetzt da hinklicken, wird das wieder alles verschoben und nicht anteilig. Das heißt, wir müssen wieder zurück verschieben. Zu ihr, die immer noch keinen Platz hat. Ja, das Inventar ist ein wenig schwer zu steuern. So, dahin. Du. Dahin. Und jetzt müssten unsere 3 Zauberkundigen ihre Kräuter haben. Wo wir schon mal hier sind, brauchen wir noch irgendwas. Wieso Kräuter haben wir noch? Haben wir einen Bären genug? Wir haben nur 8 Einbären hier und 4 Einbären da. Das ist ein bisschen wenig. Aber wir haben im Notfall noch die Heiltränke. Sogar recht viele Heiltränke. Und Jallins Heilkünste sind auch schon besser geworden. Also reicht das. Denn 10 Dukaten für ein Wirselkraut ist doch ein wenig happig. Wir haben in letzter Zeit recht viel Dukaten ausgegeben. Müssen uns ein wenig zurückhalten. So, ach so, zum Krämer wollte ich noch den Silberschmuck loswerden. Aber da der eh nicht viel wert ist. Ja, 2 Silberlinge, das ist zu vernachlässigen. Also wenn wir das nächste Mal auf Silberamulette stoßen, nehmen wir die gar nicht erst mit. Denn die Zeit, die wir jetzt verbrauchen, um das Inventar zu sortieren und hier das verkaufen, in der Zeit hätten wir schon irgendwas Sinnvolleres machen können, was mehr Beute bringt.
Talana da. Hat Erbo noch was? Jede Menge Pfeile, die sie aber nicht haben möchte hier. Na gut. Feilschen, null. Und wieder Platz im Inventar. Schön, schön. Was wollen wir noch in Bremen machen, bevor wir versuchen, ein Schiff nach Torwald zu bekommen? Waffenhändler brauchen wir nicht unbedingt. Unsere Helden sind noch nicht wirklich stark genug, um Schuppenpanzer zu tragen. Kräuterhändler waren wir gerade. Nö, sonst können wir hier eigentlich weg. Das heißt, wir sollten jetzt irgendwo in den östlichen Teil der Stadt. Da ist schließlich die Küste. Und dementsprechend hoffentlich auch der Hafen. Alles andere wäre ein wenig komisch. Schon wieder? Nein, wir wollen deinen Sturmbringer nicht haben. Jetzt können wir wenigstens lesen, was die Antwort ist. Ja, das dachte ich mir. Das wollen nämlich alle, die hier herumlaufen. Aber ich fürchte, ihr seid noch zu klein für so etwas. Ja. Mann, Mann, Mann. Oh, der Hafen ist doch im Süden. Na gut. Wir hätten gerne ein Schiff nach Torwall. Sehr schön. Wie lange dauert das? 115 Stunden. Das ist zu vertreten. Ich weiß, ich habe mich letztes Mal über 210 Stunden aufgeregt. Aber die Fahrt, die wir da hatten, war, glaube ich, genauso lang wie die von Bremen nach Torwall. Und dauert jetzt fast doppelt so lange. Also die hier ist schon in Ordnung mit 115. Können wir auch schon rein? Nee, kommt morgen wieder. Na gut, dann halte deine Herberge. Gucken wir mal. Nein, das ist eine Taverne. Aber wo wir schon mal hier sind, können wir uns ein wenig umhören. Vielleicht erfahren wir irgendwas Interessantes. Wir kommen nur mit Mühe vorwärts, denn die Taverne ist gerammelt voll. Schade, dann wird der Tavernenbesitzer nicht so viel Zeit für uns haben. Aber vielleicht lädt uns ja irgendjemand für ein Bier ein. Und er hat Informationen für uns. Wenn ihr nach Kord wollt und keine Zeit habt, auf ein Schiff zu warten, dann könnt ihr unbesorgt die Straße dort nehmen. Denn die ist eigentlich in recht gutem Zustand. Kord. Wo war Kord? Ich glaube, Kord war an der Westküste. Wo wir jetzt schon recht viel Zeit verbracht haben. Damit konnten wir nur wenig anfangen. Er hat zwar noch Informationen, aber hat gerade viel zu tun. Na gut, dann vergnügen wir uns weiter an der Theke. Und warten. Und warten. Und warten. Warten. Nö, der will wohl nicht mehr mit uns reden. Oder er geht einfach davon aus, dass wenn wir ihn warten lassen, oder wenn er uns warten lässt, wir einfach weiter Bier kaufen. Aber das reicht langsam. Wir verlassen die Taverne. Hat er, wird doch glatt 4 Silberlinge an uns verdient, weil wir gewartet haben. Na gut, jetzt brauchen wir wirklich eine Herberge. Denn es ist schon spät geworden. Wir nehmen eine Suite für eine Nacht, damit Talana nochmal versuchen kann, ihren Stabzauber zu vollenden. Misslung. Schade. Dann schlafen halt. So, schnell zum Hafen, bevor das Schiff abhaut. Und hops. Genau, die Strecke hier dauert jetzt 115 Stunden. Die Strecke von da nach da hätte 200 noch was Stunden gedauert. Das ist ungefähr gleich vom Weg, denke ich. Obwohl, die ist ein bisschen länger. Aber naja, gleich sind wir in Torwall und dann können wir hier am Fluss lang nach, wie hieß die Stadt nochmal? Angbodiertal, glaube ich. Das ist eins von den beiden. Und da war es ja auch nicht sonderlich gefährlich. Also keine Schluchten, wo wir rüberklettern müssen oder irgendwelche Hängebrücken. Das ist hier ja doch recht gefährlich gewesen. Ich glaube, es war die Stelle, wo wir jetzt schon mehrfach durchgegangen sind. So, dann Angbodiertal und dann wieder hier nach oben. Wo wir denn hier durch das Gebirge durch wollten, um die Banditen nochmal aufzumischen. Ja, da haben wir gut was vor uns. So, Torwall. Oh, apropos Torwall. Hier war doch noch etwas, wo wir uns nicht rangetraut hatten. Das war im Westen der Stadt.
Das können wir jetzt auf jeden Fall nochmal weitermachen. Und zwar hier bei Tiriks Freund. Hatten wir gesagt, dass wir ihm helfen wollen. Haben wir auch getan. Aber da unten war noch eine komische verschlossene Tür. Und die könnten wir uns mal genauer angucken. Ja. Auf dem Weg nach unten hat er uns noch einen Tipp gegeben. So wie wir es in Taverne normalerweise bekommen. Und zwar, dass die Magier hier durch und durch unfähig sind. Das ist ja sehr charmant. Da wollen wir aber hin. Und wir sind jetzt auch ziemlich gut vorbereitet. Also zum einen sind wir 2 Stufen höher. Wir haben jetzt bessere Ausrüstung. Wir haben volle Astralenergie. Und das müsste eigentlich erstmal reichen. Da hinten bin. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Etage das war mit der Tür. Ich glaube, eine runter noch und dann haben wir aufgehört. Weil wir die Banditen halt aufgemischt hatten. Und das unsere Aufgabe war. Mehr wollten wir uns erstmal nicht zutrauen. Was sagt die Karte? Da ist die Tür. Und die ist verschlossen. Dann wird es also die Tür schon gewesen sein. Dann knack doch mal bitte. Dann knack doch mal bitte. Okay, so viel zu der Idee. Gwendolyn schafft es immer noch nicht, das Schloss zu knacken. Dann muss halt Talana ran. Sehr schön. Gucken wir runter oder speichern wir erst ab? Na gut, schauen wir mal. Eine verschlossene Tür. Schicken wir mal die Zwergennase vor. Eine offene Tür. Da sollten wir mal reinschauen. In dieser Nische liegt ein Speer. Wollt ihr ihn mitnehmen? Okay. Der könnte magisch sein, wenn er schon so extra hervorgehoben wird. Geben wir mal Talana. Und wie war jetzt der Spruch, um Magisches zu entdecken? Das wurde vor kurzem in den Kommentaren geschrieben. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Es wird dann wahrscheinlich bei der Hellsicht sein. Also einer von den beiden sagt mir, ob ein Gegenstand überhaupt erst magisch ist oder nicht. Und der andere erklärt mir genau, was der magische Gegenstand macht. Ich glaube, Odem Arcanum macht die genauen Informationen. Also probieren wir erstmal Analyse. Okay, probieren wir das andere. Nicht Heilung. Hellsicht. Odem Arcanum. Ist long. Odem Arcanum. Welchen Gegenstand? Okay, das war dann wohl doch der falsche. Mehr Speer. Der Speer ist nicht magisch. So viel zu der Idee. Also kann der weg. Also Odem Arcanum kann uns wohl sagen, ob ein Gegenstand magisch ist oder nicht. Aber es ist nicht das, was ich erwartet hatte. Normalerweise kenne ich das so, dass man alle seine Gegenstände auf den Haufen schmeißt. Der Zauberkundige der Gruppe spricht dann seinen Zauber und die Gegenstände, die magisch sind, auf dem Haufen, die leuchten dann halt und man kann erkennen, welche man mitnehmen sollte und welche einfach noch orange sind. Der wird es also wohl nicht sein. Na gut. Weiter. Nein, was war das? Ich war zu schnell. Ich habe irgendwas überlesen. Das ist ja auch ärgerlich. Ich habe einfach nur Taste vorwärts gedrückt und schon war es weg. Na gut, jetzt muss ich ganz langsam hier weitergehen. Hoffentlich war das jetzt nichts Wichtiges, wie hier riecht es nach Gas. Wir sollten jetzt keine Zaubersprüche sprechen oder dergleichen. Oder Fackeln anzünden. Hier ist der Gang eingestürzt. Im Lichtschein eurer Fackeln könnt ihr jedoch erkennen, dass es dahinter weitergehen muss. Wollt ihr versuchen, den Gang freizulegen? Ja, Tirik hat genug Werkzeug dabei. Oh, das hat fast den ganzen Tag gedauert. Ohne schweres Gerät ist es hier scheinbar nicht zu machen. Es sieht aus, als müsstet ihr vor den Felsmassen kapitulieren. Schade. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Die Nische sieht doch so aus, als wenn man da vielleicht durch könnte. Hier schon mal nicht, da nicht.
Nee, leider nicht. Hätte sich angeboten. Bleibt nur noch die Tür da unten und die da hinten. Irgendwo muss es da ja weitergehen. Denn ein schweres Gerät werden wir nicht runterschleppen können. Genau, die Tür probieren wir einfach mal. Gwendolyn, bitteschön. Knacken. Können. Na also. Oh, wo wir gerade hier im Menü sind, können wir auch gleich abspeichern. Nicht Spiel beenden, Spiel sichern. Und zwar LP 30. Und wir sehen uns gleich wieder.